Und wir gehen nicht zur Griechin Virginia Carenzo, die jetzt am Boden beginnt. Wir gehen zu Jelena Piskün. Schön die ganze Drehung und der Abgang mit Schwung. Ein Doppelsalto gestreckt. Eine, die man nicht vergessen darf in der Wertung, Jelena Piskün, die Stille aus Weißrussland. Auch außerhalb der Wettkampfarena wirkt sie unnahbar, geht meist allein, Mutterseelen allein ihre Wege. Jetzt ist Wladimir Kolodinski bei ihr. Aber eine Übung ohne spektakulären Flugteil. Dafür sehr sauber, exakt all das, was sie zeigte. Und wir haben auch bei der Weltmeisterschaft in Brisbane des Öfteren erlebt, dass gerade die Kampfrichterinnen darauf aus sind, vor allem auch saubere Übungen zu zeigen. Sie wollen nur Übungsteile sehen, die die Turnerinnen auch wirklich beherrschen. Im Moment hat die höchste Wertung Svetlana Tschorkina vor Dina Kochetkova. Aber jetzt wird es sicherlich gleich wesentlich interessanter. Denn jetzt kommt gleich Lavinia Milosevic am Stufenbarren.